Berufsausübung. Drin an Bord Dagmar Belakovic-Jenewein, Gesundheitssprecherin der FPÖ. Regierungsvorlagen, die sich an die einerseits gehobenen Gesundheitsberufe und andererseits an Ärzte, Apotheker, Tierärzte, Zahnärzte und so weiter richten. Der Inhalt, der materielle Inhalt dieser beiden Regierungsvorlagen ist ja in Wahrheit ein gleicher. Es geht hier darum, dass innerhalb des EWR-Raums hier eben die Anerkennung von erworbenen Fähigkeiten sozusagen gegenseitig leichter gemacht werden soll. Prinzipiell klingt das jetzt einmal ganz harmlos. Allerdings, wenn man sich es dann im Detail anschaut, muss man leider feststellen, dass also hier unsere hohen österreichischen Standards, die wir im Gesundheitswesen haben und auf die wir auch zu Recht stolz sind, ausgehöhlt werden sollen. Da gibt es die partielle Anerkennung von Teilwissen. Und, also da gibt es schon viele Dinge, wo man sich schon die Frage stellen muss, warum eigentlich müssen wir uns sozusagen einem niedrigeren Niveau anpassen. Das ist einfach nicht nachvollziehbar. Und wenn man sich die Stellungnahmen zu dieser Gesetzesmaterie anschaut, Frau Bundesminister, dann muss ich ehrlicherweise sagen, es gab keine einzige positive. Es waren sämtliche Berufsgruppen, die betroffen sind, negative Stellungnahmen. Es waren sämtliche Landesregierungen, die eine negative Stellungnahme abgegeben haben. Und in jeder Landesregierung in Österreich sitzt eine der beiden Regierungsparteien drinnen. Also das ist durch die Bank eigentlich ein verrissenes Gesetz. Und in Wahrheit ist es doch so, ein bisschen überspitzt formuliert, kann man dann sagen, dass der Fußpfleger aus Bulgarien bei uns zum Orthopäden werden soll. Und das wollen wir einfach nicht. Ich bin der Meinung, wenn die Menschen es nicht in den Heimatländern eben nicht diesen hohen Standard bei den Ausbildungen haben, dann sollen sie ihn entweder muss man auf EU-Ebene eben dann schauen, dass die Ausbildung dort gehoben wird oder aber auf der anderen Seite, dass es in Österreich eine Nachschulung dafür gibt. Aber so in der vorliegenden Form können wir diesen beiden Gesetzesvorlagen keine Zustimmung geben. Durch das vorliegende Gesetz würden Personen mit geringeren beruflichen Qualifikationen aus dem europäischen Ausland in Österreich an Arbeitserlaubnisse kommen, kritisiert Dagmar Belakovic-Jenewein die vorliegende Gesetzesregelung. Am Wort ist